Ich bin ja ein Riesenfan von diesen YouTube-Reisevideos. Ich kann die ja ewig gucken, also Live2Go zum Beispiel oder auch andere. Und man sieht dann immer, wie die Leute irgendwo hinreisen, wo man auch selber hinreisen möchte und wo da alles ist und so weiter. Und ich beobachte, ich mache ja auch selber gerne welche, dass immer mehr Leute diese Reisevideos rausbringen und dann auch erzählen, wie es da ist. Und das haben wir angeguckt und dieses und jenes. Und ich habe gerade mal darüber nachgedacht, über die Zukunft von diesen Dingen. Und ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass die eine Zukunft haben. Und zwar aus folgendem Grund. Reisevideos sind eigentlich immer gleich aufgebaut. Man sieht ein Pärchen oder einen Einzelreisenden, die fahren irgendwo hin und filmen dort schön die Sehenswürdigkeiten. Also keine Ahnung, die fahren nach Paris und dann sehe ich den Eiffelturm und die Seine und dann möglichst noch das Museum abgefilmt und so weiter und so weiter. Die Frage ist, wie lange kann es so weitergehen? Irgendwann haben wir ja alle Sehenswürdigkeiten mal gesehen. Und klar, die ändern sich mit der Zeit. Das kann man immer wieder alle paar Jahre aktualisieren. Aber der Markt ist nur so und so groß. Und im Moment gehen ja alle als Influencer auf Instagram und machen da Instagram auf YouTube und machen da ihren Kanal. Und zum Teil können sie auch davon leben. Finde ich auch gut. Ich befürchte nur, dass es auf Dauer nicht funktionieren wird. Weil auf Dauer ist irgendwann abgegrast und die Leute haben alles gesehen. Das hat jetzt auch nichts mit Corona zu tun. Klar, im Moment sind Reisevideos vielleicht interessant, dass man sich anguckt, was man mal machen könnte. Aber natürlich, da man im Moment nicht reisen kann, wird es immer uninteressanter. Aber die Frage ist halt, es hat doch was Individuelles. Ja, also es können verschiedene Leute sagen, wie sie reisen. Aber was keine Zukunft hat, ist bestimmt irgendwo hinfahren und Sehenswürdigkeiten abfilmen oder was ich noch schlimmer finde, dann irgendwelche Touren buchen, am besten noch Hop-on, Hop-off-Bus und die Sachen verkaufen, bis wir die auch tausendmal gesehen haben. Ein Beispiel war jetzt für mich hier Corona, ja, Sommer 2020, weil man sind alle Influencer nach Island gefahren. Klar, gab ja nicht mehr viel. Zu dem Zeitpunkt war Island quasi nicht betroffen von der Corona-Pandemie. Da sind sie da hingefahren und haben in Island alles abgefilmt. Also die Eislagune und Reykjavik und die Ringroad und Camping und so weiter. Aber auch da ist halt so, wie viele Influencer verträgt Island? 10? 20? Irgendwann haben wir alles gesehen. Und deswegen ist wirklich die Frage, ob sich diese Reisevideos durchsetzen werden, ob das wirklich, ja, wie Fernsehen wird. Also was ich toll finde, ist so bei Live2Go, ich mag die zwei und dann gucken wir eben ganz gerne an, was sie so tun. Aber ob das Modell, ja, wir zeigen euch einfach die Welt, klar, dann werden natürlich irgendwann, wenn man wieder reisen kann, bestimmte Ecken aufgesucht, wo nicht jeder hinkommt und so. Aber also Mainstream, Travel, Vlogging, kann ich mir nicht vorstellen, dass es eine Zukunft hat. Das ist unser Airbnb, das ist das Flugzeug und so. Naja, wie gesagt, ich glaube, das wird nicht funktionieren.